Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy. Ich sag gleich noch was dazu. Kurze Entschuldigung, dass so lange kein Witcher mehr kam, aber ich hatte so viel im Vorrat und dann habe ich nichts mehr aufgenommen und da hatte ich nichts mehr im Vorrat. Wir verfolgen jetzt weiter die Quest. Ich bin raus. Absolut. Und ich kopiere Gronkh, weil Live-Let's Play. Um noch mal kurz anzumerken. Meinst du, daran kopieren? Naja, das Format entworfen. Nein, glaube ich nicht. Und weil ich einfach Lust hatte auf Streamen und auf Aufnehmen, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und wir besuchen jetzt einmal Shani im Krankenhaus. Und ich sehe das Spiel halbwegs unflüssig. Ja, genau. Er sieht das so 30 Sekunden verzögert oder so. Ich sehe es eigentlich gar nicht, also. Ich habe aktuell 7 Zuschauer. Und ja, ich weiß nicht. Können wir einfach ins Krankenhaus? Kein Durchgang. Hä? Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Du hast aber 4 Zuschauer, die nicht angemeldet sind. Ich vergeude meine Zeit. YOLO. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Okay, die Stadtwache will uns noch nicht reinlassen. Wir haben noch keinen Ring, den wir ihr zeigen können. Ich will ihm kein Geld zahlen. Dann können wir Shani erstmal vielleicht vom Hintereingang machen, geht das? Gärtner. Vom Hintereingang machen. Der Garten des Krankenhauses bedarf der Pflege. Ihr scheint Gefallen an eurer Arbeit zu haben. Gefallen? Ich liebe Pflanzen und kenne sie gut. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit Blutvergießen verdient. Das ist meine Chance, Frieden und Ruhe zu finden. Blutvergießen? Ich bin nicht stolz darauf, aber einst hatte ich mich als Söldner verdingt. Doch das liegt alles längst hinter mir. Hier bin ich zufrieden. Ja, falls ihr The Witcher nicht geguckt habt bei mir auf dem Channel, das ist ein Laber-Let's Play. Das heißt, ich rede die ganze Zeit mit den Leuten und Let's Play so richtig. Also, es sind auch schon 3 Leute gegangen. Also reden wir erstmal mit dem Gärtner. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Ichinopse für mich töten? Gewiss doch. Bringt mir ihren Wurzelstock als Beweis. Okay. Seht ne... Erzählt mir von eurem Leben als Söldner. Bringt mir einen Happen zu essen, dann reden wir. Der will was zu futtern haben. Haben wir noch was zu futtern dabei? Ich fürchte nicht. Was? Wir haben nichts zu essen dabei? Du auch. Was sind wir für Menschen? Wir haben echt nichts zu essen dabei. Sehr gut. Ich lehne. Fürchtet die Pest nicht? Mein Garten spendet Freude. Wenn Melitele beschließt, dass meine Zeit gekommen ist, werde ich glücklich gehen. Adieu. Nicht weggehen, Opa! Seht. Spielt ihr Würfelspiele? Nicht mehr so oft. Auch wenn ich sonst nichts anderes habe, da die Frauen nicht mehr so willig sind. Wir sollten irgendwann mal spielen. Übt schon mal. Okay, dem Opa müssen wir Ichinopsis töten. Unbekanntes Kraut. Ach, leck mich doch. Wir müssen unbedingt die ganzen Bücher kaufen. Ich weiß nie, wann ich reden darf. Jetzt gerade. Ich sag dir, wenn ich das nächste Mal rede. Okay, ins Krankenhaus kommen wir noch nicht rein. Verdammt. Also bei mir hängt das Spiel. Okay, bei mir nicht. Ja, ich habe auch nur 3 Zuschauer. Ich weiß. Okay, dann müssen wir eine andere Quest machen. Visima, okay, Freddy fragt dich gerade, wie alt du bist und ob du ein Auto hast. Ja, ich habe ein Auto. Hab auch folglichen Führerschein und ich bin 19, glaube ich. Ja, ja, kommt hin. Etwa. Ja, ja. Aber ich hatte auch vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag. Visima vertraulich. Anscheinend haben die Salamandra einen Geheimagenten, der mir eine Falle gestellt hat. Ich muss herausfinden, wer er ist. Als erstes sollte ich den Gefangenen befragen, den die Stadtwache festhält. Ich muss den Zeugen befragen. Ja, wo ist der? Das kann ich mir nicht auf der Karte markieren lassen.
Gott sei Dank habe ich heute keine Nachbarn. Okay, wo war denn der Knast hier nochmal? Rechts von dir. Wo bin ich? Da bin ich. Rechts? Stimmt sogar, direkt neben mir. Ich weiß. Was für ein Auto? Ein Fiat Uno 1.0 IE FSX. Langsam. Gefängniswächter Jethro? Jetzt rede ich übrigens mit jemandem. Hast du einen Timer? Nein. Ich habe Fragen. Fragt. Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Was für Pulver will der haben? Ach, das Pulver will der haben, wa? Ja. Hab ich das noch? Das hast du selber genommen. Ja, aber ich hatte mehr als eins, glaube ich. Oh, gut. Du weißt doch bestimmt, ob man die irgendwo kaufen kann. Oder ist es eine Alchemie-Zutat? Nee, das kann man, glaube ich, nicht kaufen mehr. Dann muss ich mal kurz gucken, ob ich das noch in der Lagerkiste habe. Also, aber das kannst du noch finden. Also ich habe jetzt meinen Timer 15 Minuten noch gesetzt, ne? Okay, danke. Also ihr müsst wissen, allgemein bei den Let's Plays ist Freddy so der darauf achtet, dass ich nicht einfach komplett durchdrehe und alles verkacke. Also eigentlich mache ich alles für ihn und er macht nur das Spiel. Ja, eigentlich spiele ich die ganze Zeit nur. Auch Freddy kommentiert immer. Weil ich ohne ihn gar nicht mehr aufnehme. Alter, ich hoffe, ich weiß überhaupt noch, wie ich irgendwo hinkomme, aber ich glaube, ich laufe gerade falsch. Ich unterhalte mich übrigens zwischendurch mit dem Chat. Ich hoffe, das stört auf YouTube nicht so krass. Doch, klar. Aber ich möchte eigentlich mich schon noch mit dem Chat unterhalten, weil das macht relativ viel Spaß. Warum verfolgt dieses kleine Mädchen mich? Armer Junge, okay. Warum verfolgt der arme Junge mich? Iss ihn. Ich habe sogar noch zurückgefunden. Ich bin gerade richtig stolz. Wozi? Wenn er Schnee von mir will, soll er sich's verdienen. Schurke, alte Frau. Nee, arme Frau steht da sogar. Gasthaustür. Gasthaus zum haarigen Bären. Gott, ich liebe das Gasthaus zum haarigen Bären. Hallo Mäuschen. Habt ihr euch entschieden? Kann ich bei dir dieses Zeug kaufen? Ich weiß auch schon lange, wie das aussah. Das war so ein kleines schwarzes Kästchen. Nur so ein graues. Ne, kann ich hier nicht kaufen. Okay, dann gehe ich mal zum Schankwirt. Dass man auch immer einmal um den Tresen rumgeht. Das ist richtig schlimm. Kleines schwarzes Kästchen. Ja. Da. Fistech. 3 Stück habe ich noch. Ja, jetzt direkt erstmal Echsen, nicht? Wie kann ich eins davon mitnehmen nur? Weiß ich nicht, los geht gar nicht. Okay, dann nehme ich 3 mit. Dann gehe ich jetzt mit dem Fistech wieder zu ihm. Ja, aber ich will ihm auch keine 3 Fistech geben, ich will ihm nur 1 geben. Du gibst ihm dann nur 1. Okay, gut. Also falls ihr nicht wisst, was Fistech ist, falls ihr Witcher gar nicht kennt, das ist eine Droge, die man sich darauf schmiert, wo man die Haut zurückziehen kann und es anschwillt. Also wer das jetzt nicht verstanden hat. Oder man kann schniefen. Ja genau, so wie irgendwie jeder es einfach nur schnieft. Oder wenn man Hexer ist, trinkt man das einfach. Ja genau, wenn man Hexer ist, trinkt man das einfach. Obwohl es keine Flasche ist, sondern ein Kästchen, aber... Wir sind Hexer, wir können auch aus einem Kästchen trinken. Das heißt, die Rüstung von Jacques Aldersberg strahlte so hell, dass sie die Sünder blendete. Und seine Ritter waren einfach bildschön. Schade, dass ich das verpasst habe. Wo die gerade sagen, Ritter in strahlender Rüstung. Freddy, hast du mitgekriegt, dass die Queen in der Nähe war? Ja. Alter, hat mich das nicht interessiert. Mich auch nicht. Alter, ich dachte mir auch nur so, man kann auch einen Aufriss um eine machtlose alte Schabracke machen. Nicht machtlos. Alter, die hat gar nichts zu sagen. Wenn die will, dass du tot bist, dann bist du morgen tot. Also, Frau Queen Elizabeth, die, weiß ich nicht, 25. oder so, ich glaube die zweite. Wollen Sie mal bitte, dass ich tot bin morgen? Glaub mal. Ich rede jetzt wieder. Ich habe Fragen. Fragt. Wisst ihr etwas? Warum so? Vielleicht Pulver wird...
Dann kriegst du halt Pulver. Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. Erzählt mir etwas von dem gefangenen Salamandra. Aber... Ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Nicht dein Ernst, ins Krankenhaus? Warum alle ins Krankenhaus? Okay, bei wem hat er das Hexerschwert beschlagnahmt? Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Vielleicht, aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin, irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thala? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Irgendwie ist da gerade was beim Gespräch übersprungen worden. Bei wem habt ihr dieses... Vielleicht, aber nicht... Thala, der Heder. Irgendwie muss er ja seinen Lebensunterhalt finden. Irgendwie wurde 90% übersprungen. Ja, das hatte ich auch, glaube ich. Das ist ein kleiner Beak. Okay, dem Laster sollte er wirklich abschwören mit dem Festech. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht, aber nicht heute. Er sagt einfach das, was er bei mit dem Hexerschwert sagen soll. Einfach das gleiche wie bei dem Laster. Das ist super. Adieu. Okay, das heißt, Quest aktualisiert. Der Komplize als Zeuge. Ich muss mit dem Gefangenen sprechen. Ich komme aber nicht ins Krankenhaus. Neue Quest. Verdächtiger Thala. Ich sollte Thala in seinem Geschäft... Blablabla. Dann gehen wir doch erstmal zu Thala, aber wenn es Krankenhaus noch nicht kommt. Ich habe Witcher schon durchgespielt. Ja, ich weiß. Zwei auch schon? Nein, das Spiel mag ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Ist einfach so, du kämpfst dich durch den Wald, das Kampfsystem ist immer komplett anders, es funktioniert aber nicht gut. Dann gehst du in eine Höhle rein, denkst dir nichts Schlimmes, bist tot. Nice. Weil dich die Viecher einfach one-hitten können oder so und... Ja. Ist es eher wie Witcher 3? Komplett wie Witcher 3, also Witcher 1 hat eigentlich so gar nichts mehr mit der Reihe zu tun. Ich denke eher, dass Witcher 2 und 3 nichts mehr damit zu tun haben. Okay, wir gehen jetzt in Thalas Haus rein, bitte einmal um... Ach ja, übrigens, was super aussieht... Warte, wie war das? Einfach rückwärts gehen oder so. Obacht, ich liebe deine Streams, weil ich da gut einschlafen kann. Danke, dass ich so langweilig bin. Bitteschön. Gute Nacht. Wir gehen jetzt zu Thala. Kann man irgendwie schleichen? Ich weiß es schon nicht mehr. Nee. Okay. Ich nehme übrigens immer alles mit. Deshalb ist mein Inventar auch so voll gecrossed. Nope. Umgeh. Gedreckt. Oh, eine ganze Wassermelone. Geil. Jetzt bin ich direkt reinkloppen. Gaudi. Bevor wir mit Thala reden, gehen wir mit in seinen Keller. Oh, es ist nervig. Die Sonne scheint gerade direkt auf meinem Bildschirm. Ist voll geil, ne? Kohle. Und Salpeter. Das ist richtig gut. Kriegt man eigentlich mehr Alchemiezutaten, als man tragen kann? Ja. Oh, das ist doch auch schwul. Hallo, Thala. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Oh, fast mein Cappuccino umgeklatscht. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Habt ihr von jetzt Lavanda gehört? Spielt ihr? Erklärt mir, warum ihr die Wachen euch tolerieren. Wir sehen uns später. Wir können mit dem saufen, wir können mit dem handeln und ich kann bei dem pennen. Okay. Erstmal cool. Spielen. Nee, das Spiel finde ich gar nicht so gut. Wir reden mal mit den Wachen. Über die Wachen. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel.
seine vollgepissten Unterhosen. Ja. Also, woher habt ihr das Schwert? Das springt für mich raus. Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich habe seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Okay. Wie kommt ihr an Berengas Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Ihr versteht mich nicht. Ich bin nicht an Zwischenhändlern interessiert. Ich brauche Informationen über Berenga. Dann fragt verdammt nochmal nicht mich. Euer kleiner Hexe hat für Kalkstein gearbeitet. Diese Information bekommt ihr umsonst. Für alles andere müsst ihr das Übliche zahlen. Wie kommt ihr... Ihr lasst nicht locken. Wo finde ich? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Coleman, ist das nicht der, der abgenippelt ist? Ja. Das bei ist dir. Doof. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Möchte ich ihn verärgern oder möchte ich ihn nicht verärgern? Mal verärgern. Eigentlich ja nicht, aber... Macht ihr Geschäfte mit den Salamandern? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr an Berengas Besitz? Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berenga, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Und der Name Berenga sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Hab ich mal kurz ausgezogen. Klingt glaubwürdig. Ich glaub dem einfach mal. Klingt glaubwürdig. Ihr habt Beziehungen zur Wache. Das könnte für Azar wertvoll sein. Verdammt gefährliche Zeiten. Ich muss vor den Salamandra beschützt werden. Daher mache ich mit den Wachen Geschäfte. Sagt ihr. Ich bezahle Vincents Dorftrotteln ein paar Münzen und die sorgen für meine Sicherheit. Mir reicht's jetzt. Auf Wiedersehen. Na, ich glaube, der weiß mehr über die Wachen. Ich glaube euch nicht. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Jo, danke, Tala. Bitte. Gedächtnis einer Klinge. Ich muss Tala über das Silberschwert ausquetschen. Was? So schnell konnte ich nicht lesen. Drücken? Wieso willst du Escape drücken? Ich habe gerade Escape gedrückt und alles ist abgestürzt. Ist das normal? Okay. Wie alle. Wie lange habe ich noch? Moment. Eine Minute. Okay, Dann beende ich diesen seltsamen Pfad von The Witcher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.